Herzlich willkommen zurück. Heute geht es um ein Thema, was mich schon lange beschäftigt und viele von euch haben auch schon mitbekommen, dass ich damit Probleme habe. Und zwar ist es meine Hüfte, spezieller das Piriformis-Syndrom. Ich will euch mal so ein bisschen erklären, was das ist, wie ich damit umgehe, wie meine Geschichte der letzten Jahre ist. Das ist ein bisschen längeres Video, aber ich denke, es ist auf jeden Fall wert, es euch anzugucken, wenn ihr das Problem habt. Und wenn ihr es nicht habt, um mich besser zu verstehen und was ich so die letzten Jahre auch durchgemacht habe. Okay, also Piriformis-Syndrom. Was ist ja überhaupt erstmal das Piriformis? Piriformis ist ein Muskel, der hinten in der Hüfte die Hüfte mit dem Oberschenkel verbindet. Der Piriformis-Muskel ist unter dem Gluteus, also dem Arschmuskel sozusagen, den ihr direkt anfassen könnt, ist es darunter, also ein bisschen versteckt. Was jetzt ins Spiel kommt, ist, dass der Ischiasnerv, der hinten von der Wirbelsäule da unten durchgeht, bis runter ins Bein durch diesen Piriformis-Muskel bei mir durchgeht. Bei bis zu 80%, über 80% der Menschen sagt man, geht der da drunter oder da drüber und verursacht keine Probleme. Bei den Menschen, wo dieser Nerv zwischen diesen Muskel durch diesen Piriformis durchgeht, kann das zu Problemen führen und die will ich euch jetzt so ein bisschen näher erläutern. Also, wenn der Ischiasnerv eingeklemmt ist, abgedrückt ist, was auch immer, verursacht das extreme Schmerzen runter ins Bein. Das kann dazu führen, dass man nicht laufen kann, nicht mal gehen kann, nicht mal von der Couch aufstehen kann, je nachdem, wie stark dieser Nerv eingequetscht ist, eingeklemmt ist. Und ja, an Training oder Swim, Bike, Run ist in dem Fall dann gar nicht zu denken. Ja. Tut extrem weh, wenn dieser Nerv eingeklemmt ist, eingequetscht ist. Klingt jetzt erstmal, okay, dann entlöst doch einfach die Einquetschung von dem Nerv. Ja, jetzt kommt Folgendes ins Spiel. Und zwar, wenn dieser Nerv durch diesen Muskel durchgeht und der Muskel hart blockiert ist, beziehungsweise hart und den Nerv eindrückt, könnte man jetzt einfach sagen, okay, dann entspann doch den Muskel und alles ist wieder gut. Wenn es mal so einfach wäre. Also sorgt dafür, dass dieser Piriformis-Muskel so verhärtet ist und quasi diesen Nerv abdrückt. Längeres Sitzen kann dazu führen. Bei mir ist es auch längere Radfahrten, also wirklich dieses längere Sitzen, wenn man diesen Muskel in so eine verkürzte Position bringt, dass er wirklich das abdrückt. Okay, also das ist ein Grund. Der andere Grund kann sein, dass es halt leicht entzündet ist durch Außeneinstöße, einen Reiz etc. Und dadurch, durch diese Entzündung in dem Piriformis-Muskel, zieht der Muskel sozusagen Wasser, das dehnt ihn aus. Ihr wisst, wenn man eine Entzündung hat, dann ist es so ein bisschen angeschwollen und dicker. Das passiert im Piriformis-Muskel auch. Und dadurch drückt er auf diesen Ischiasnerv und dadurch hat man die ganzen Schmerzsymptome. Okay, also im Aufbau kann es mir passieren, dass ich lange Radfahrten habe am Tag, lange Läufe. Und das kann halt einfach dazu führen, dass dieser Muskel sozusagen sich ein kleines bisschen entzündet während der Läufe wegen dem Impact. Das ist auch ein großer Punkt, dass bei längeren Läufen, wenn ich schon ein bisschen vorermüdet bin und vorverhärtet ist, der Muskel durch eine Radfahrt, durch längere Sitzen etc., ich schnell Probleme bekommen kann und sich das dann entzünden. Deshalb muss ich für jeden Lauf auf jeden Fall mich richtig gut warm machen, dass der Muskel so geschmeidig wie möglich reinstartet in die Übung und ich nicht zu verhärtet rangehe. Deshalb hilft es mir mal extrem, wenn ich zum Beispiel vom Rad direkt runter loslaufe und nicht gerade Zeitfahrrad gewesen bin, dann ist alles kein Problem. Die nächste Sache ist auch, die Zeitfahrposition ist natürlich nicht super optimal, kann man sich vorstellen, wenn man da so verkrampft drauf sitzt, also verkrampft, ihr wisst, hinten richtig unter Spannung. Das kann zu Problemen führen, wenn man zu weit vorne auf dem Sattel sitzt. Also es ist immer solche Sachen, wo ich dann auch ein bisschen gucken muss, wie viel Sinn macht es wirklich auf dem Zeitfahrrad zu sitzen und wie empfinde ich das gerade, wie hart ist der Muskel. Also ihr seht schon, alles ein kleines bisschen kompliziert und nicht ganz so einfach. So, was mache ich jetzt, damit die ganze Sache besser wird, langfristig besser wird? Ihr habt schon so ein bisschen rausgehört, ich habe seit 12 Jahren ungefähr damit zu tun. Es hat sich entwickelt, als damals im Juniorenbereich die Umfänge immer höher wurden und ja, das ist einfach, die Belastung wurde härter und härter und irgendwann ist mir das Ding sozusagen um die Ohren geflogen und hat diesen Schmerz verursacht. Ich habe mir auch in der Zeit hinten Hüfte gebrochen und hat Bandscheibenprobleme. Das kann man auch alles darauf zurückführen, auf dieses Piriformis-Syndrom und zwar habe ich einfach, klingt jetzt relativ simpel, aber ich hatte diese Schmerzen dadurch,
Ich habe nicht aufgehört zu trainieren, was ich hätte machen sollen oder beziehungsweise erst den Schmerz beheben. Ich habe sozusagen durch diesen piriformen Schmerz durchtrainiert. Dadurch hat sich meine Körperhaltung verändert, während des Laufens besonders, was dann dazu geführt hat, dass andere Muskeln eingesprungen sind, ich eine Fehlstellung hatte und diese Fehlstellung ich dann meine Verletzung ergattert habe. Ja, nicht gut. Genau. Also das hat sozusagen zum ganzen Kreislauf von Problemen geführt, was natürlich absolut nicht cool ist. Was mache ich jetzt, damit es mir nicht mehr passiert, damit ich mir nicht nochmal die Hüfte breche, nicht nochmal etc. Also ich habe hier einen sehr, sehr guten Arzt, der auch andere Profi-Triathleten in diesem Bereich hier betreut. Und wir haben Folgendes jetzt zurzeit versucht. Also wir haben eine Spritze mir gegeben, alle 2 Monate, genau in diesem Piriformis-Bereich, da um diesen Nerv rum, und haben versucht, das, was sich da schon so an Narbengewebe gebildet hat, ein bisschen zu wieder reaktivieren und das einfach zu lockern. Das Problem ist natürlich, solange ich Triathlon in diesem Umfang betreibe, mit diesen Umfängen, wird das immer wieder kommen. Das ist das Problem. Also, solange ich das mache, werde ich mit diesem Problem zu kämpfen haben. Wenn ich irgendwann mal aufhöre damit und die Umfänge runterkommen, etc., dann wird dieses Problem einfach nicht mehr so häufig auftreten, es sei denn, ich sitze den ganzen Tag rum, was ich auf jeden Fall nicht vorhabe. Und genau, also solange ich Triathlon mache oder beziehungsweise mich auf einem gewissen Level bewege und Umfang, werde ich damit einfach zu tun haben müssen und es akzeptieren. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel alle 2 Monate oder immer, wenn es sich entzündet und schlimm ist, eine Spritze geben lassen, und dann ist es innerhalb von 1, 2 Tagen richtig gut. Keine Kortisonspritze. Wir haben eine Sache, die ein bisschen betäubt, und Dextro, was dem Muskel helfen soll, sich zu wachsen und zu regenerieren. Das haben wir jetzt eine Zeit lang gemacht. Und ja, ansonsten, wenn das Problem auftritt, muss ich zusehen, dass die Entzündung rausgeht. Sobald die Entzündung rausgeht und der Muskel wieder sich entspannt und nicht mehr auf den Nerv drückt, ist alles okay. Jetzt gibt es im Internet 1 Million Übungen, wie man sagen kann: Hey, mach diesen Stretch, mach dieses Dehnen. Ist alles schön und gut, aber es hängt halt wirklich davon ab, wie dieser Nerv, der Ischiasnerv, mit eurem Piriformis-Muskel interagiert. Bei mir ist es halt so, dass dieser, wie gesagt, der Nerv durch den Piriformis-Muskel durchgeht, und da kann ich Triggerpunkt machen, sonst was machen. Es macht das alles schlimmer, weil die halt nicht unabhängig reagieren. Aber ich kann versuchen, durch Triggerpunkt natürlich den Muskel ein bisschen zu entspannen. Aber sobald ich direkt auf die Stelle komme, wo sich Nerv und Muskel bewegen, macht es einfach nur noch viel schlimmer und es ist für tagelang schlimmer. Also das hilft alles nichts. Bei mir ist es wirklich so, das Einzige, was hilft, wenn ich es merke, ich habe ein bisschen übertrieben, es fängt jetzt an, langsam anzuspielen, ein bisschen rauszunehmen und Aktivierungsübungen für den Gluteus zu machen, wo ich wirklich versuche, den Muskel, der da drüber sitzt, den mehr anzusprechen. Also was ich dafür mache, ist wirklich zum Beispiel einfach da sitzen und nur die Pobacken zusammenkneifen. Das hilft mir oft schon, das ist Wahnsinn. Oder einfach leichte Kniebeuge ohne Gewicht, sozusagen von Couch aufstehen, runter. Rauf, runter. Das hilft mir. Einfach wirklich versuchen, ein bisschen Aktivierung reinzubringen, das zu durchbluten. Und dann natürlich, Spaziergänge sind richtig gut, wirklich lockeres, angenehmes Gehen. Sauna hilft mir extrem, wirklich dieses heiß-kalt, was auch hilft, diesen Muskel zu entspannen. Ja, und dann wirklich Richtung Abend, wenn ich merke, nichts anderes hilft wirklich, dann muss ich halt einen Entzündungshemmer nehmen. In meinem Fall sind es kein Ibuprofen, das hatte ich lange, schlägt mir auf den Magen. Es gibt so ein COX-2 Anti-Entzündung, heißt überall anders, Celebrex heißt das hier. Auf jeden Fall, wenn ich das nehme, hilft mir das extrem, diese Entzündung sofort rauszubekommen. Also unterm Strich, was mir persönlich wirklich nur hilft, ist die Entzündung rauszubekommen. Und das geht leider nur mit Entzündungshemmern, was natürlich absolut nicht geil ist, weil ich absolut nicht gerne irgendwelche Tabletten schlucke, aber es ist das Einzige, was mir hilft. Und ja, in Deutschland, wie gesagt, da war immer die einzige Lösung hier, Kortison. Erst die Spritze und dann hier ist eine Kortisontablette. Nimm die, wenn du Schmerzen hast, geh weiter und gut. Die ganzen Nebenwirkungen, die damit kommen, ist eine komplett andere Sache. Ja. Aber deshalb, ich will euch nicht enttäuschen, war jetzt eine ganz schön lange Rede um heißen Brei, wenn dieser Piriformis den Nerv abdrückt, nicht geil.
Und das kann ich keinem von euch empfehlen. Dementsprechend passt auf euch auf, sitzt nicht zu lange rum. Es kann jedem passieren, dass dieser Ischiasnerv mal irritiert ist, auch wenn ihr nicht dieses Problem habt, dass er direkt durch den Muskel gewachsen ist, wie bei mir. Das ist einfach DNA-Pech in dem Fall, wie es oft so ist. Es kann euch trotzdem passieren, deshalb hilft es wirklich bei langen Autofahrten, zwischendurch mal aufstehen, ein bisschen stretchen, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen bewegen. Wenn ihr lange im Büro sitzt, vielleicht einfach mal Mittagspause, ein paar Kniebeuge heimlich machen, Arschbacken ein bisschen zusammenkneifen, einfach das Ganze ein bisschen bewegen und macht euch schön warm vor Läufen. Und Cooldown ist auch immer richtig gut, um nach harten Läufen Laktat rauszuspielen. Das ist eine andere Sache. Also haltet ihn immer schön in Bewegung, dann habt ihr damit keine Probleme, weil die wünsche ich euch absolut nicht. Einer meiner Athleten hat dieses Problem leider auch und es ist immer ganz gut, im Austausch zu stehen und sich so ein bisschen auszutauschen über das Problem. Wenn einige von euch auch das Ding haben, meine E-Mail-Adresse steht hier unten und auch gerne in den Kommentaren. Lasst mal wissen, was euer Problem ist, ob ihr sowas Ähnliches auch habt oder nicht. Und klar, ich habe auf jeden Fall auch einen richtig guten Physio- und Reha-Programm. Wir stärken hinten natürlich alle Muskeln und versuchen, was auch extrem hilft. Aber wie gesagt, mit dem Umfang, den ich einfach machen muss, um auf ein gewisses Niveau zu sein, pushe ich halt immer hinten, reize ich das immer irgendwo. Und es kommt halt immer wieder. Dementsprechend ist es einfach eine Sache, mit der ich lernen muss, umzugehen. Und die wird mich bestimmt mein ganzes Leben begleiten. Das ist halt einfach so. Wir haben auch schon darüber nachgedacht, eine Operation, aber nee, das willst du nicht. Es ist gut zu wissen, dass man das hat. Dann kann man dementsprechend Vorsorgen treffen. Muss halt einfach ein bisschen vorsichtig mit sich umgehen. Und ich kann nicht ganz so den amerikanischen Sofa-Lifestyle leben, wie ich ihn gerne würde, mit 20 Dr. Pepper und den ganzen Tag nur NFL-Football gucken, sondern muss auch ab und zu mal aufstehen in die Sauna und dann wieder zurück auf die Couch. Naja, also Bewegung hilft halt wirklich, ja. Und Durchblutung ist wichtig. Also wenn ihr diesen Schmerz habt, nicht aufgeben, nicht nur eine Tablette nehmen und euch ins Bett legen, sondern wirklich versuchen, aktiv ein bisschen zu gehen und einfach Durchblutung reinzubringen. Das ist das, was absolut am besten hilft. Genau, lange Rede. Wenn ihr auch Erfahrungen damit habt, etc., lasst mich was wissen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Einblick gegeben in das, womit ich schon seit langem zu kämpfen habe, was immer wieder kommt, was ich manchmal mehr unter Kontrolle hatte, manchmal weniger. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich wirklich genug gelernt habe und hier auch richtig gute Betreuung habe und auch in Zukunft in neuen Standorten gute Betreuung haben werde, einfach um das unter Kontrolle zu haben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao.